Die Teleakademie ist heute an der Universität Konstanz. Professor Dr. Miriam Gebhardt lehrt an der Universität Konstanz. Sie ist Historikerin und Journalistin, hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und wurde mit ihrem Bestseller »Als die Soldaten kamen« über die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs einem breiten Publikum bekannt. Professor Dr. Miriam Gebhardt spricht zum Thema »Gewogen, geschlagen, gebunden« zum Wandel der Eltern-Kind-Beziehung im 20. Jahrhundert. Es gibt ja in den USA den Ausdruck Spock-Generation. Für diejenigen, die 1945 und danach geboren sind, die Babyboomer würden wir sie nennen. Und dieser Ausdruck Spock-Generation hat nichts zu tun mit dem Uranier aus Raumschiff Enterprise, Beam Me Up, Scotty, sondern der Name Spock bezieht sich auf den Autor des wichtigsten Elternratgebers im 20. Jahrhundert, Dr. Benjamin Spock, ein freudianischer Psychoanalytiker, der 1946 den amerikanischen Eltern die gute Nachricht überbracht hat, dass sie nicht immer alles richtig machen müssen bei der Erziehung ihrer Kinder, dass sie nicht ihre Kinder auf Schritt und Tritt konditionieren müssen, sondern dass es auch okay ist, sich mal auf sein eigenes Gefühl zu verlassen und auch mal eine Inkonsequenz den Kindern gegenüber zu zeigen. Dieser Elternratgeber war so erfolgreich und so einflussreich, dass man ihm sogar die Nachwirkungen der Bürgerrechtsbewegung, der Vietnam-Proteste zuschreibt, weil eben dieser Dr. Benjamin Spock als Father of Permissiveness, als Vater der Nachgiebigkeit, einen ganz neuen Typ junger Menschen half hervorzubringen. Die Frage ist, gibt es sowas Entsprechendes auch für uns hier in Deutschland wie Dr. Spock? Und ich fürchte, ja, sowas gibt es. Nur wir denken nicht so gern darüber nach und werden nicht so gern daran erinnert. Das ist Johanna Haras Ratgeber von 1934, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Dieses Buch war in Deutschland so einflussreich und hat so nachhaltig gewirkt, wie das Common Sense Book of Baby and Child Care von Dr. Benjamin Spock in den USA. Nur das Buch von Johanna Hara ist über 10 Jahre früher erschienen, nämlich 1934. Und die Autorin war keine Psychiaterin oder gar Psychoanalytikerin, sondern sie war eine Lungenfachärztin, aber vor allen Dingen eine überzeugte Nationalsozialistin. Das heißt, man kann schon ahnen, das, was sie über Kindererziehung gedacht hat und massenhaft unters Volk gebracht hat, sah etwas anders aus als das von Dr. Benjamin Spock. Einflussreich war sie nichtsdestotrotz bis Ende der 80er Jahre. Die letzte Ausgabe ihres Buches erschien 1987. Es haben sich insgesamt 1,2 Millionen Exemplare davon verkauft. Aber was viel wichtiger ist, ihr Einfluss reichte noch viel weiter. Sie war nämlich die offizielle Beraterin der Mütterberatung im Nationalsozialismus. Sie war regelmäßige Autorin im Völkischen Beobachter. Und was noch wichtiger ist, ihr Buch wurde in den Familien von Generation zu Generation weitergegeben. So auch in meiner Familie. Ich bin 1962 geboren und meine Mutter hat zu meiner Geburt eine Originalausgabe von der deutschen Mutter und ihr erstes Kind mit NS-Frauenschaftsstempel geschenkt bekommen. Ich muss mich also ganz eindeutig zu dieser Hara-Generation rechnen. Und wenn ich mich hier so umsehe, denke ich, ich bin hier nicht die Einzige im Saal. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie sich auf dieses Thema heute einlassen. Kindererziehung, Eltern-Kind-Beziehungen im 20. Jahrhundert in Deutschland.
Das ist ein Thema, das uns allen nahe geht, nicht nur, weil viele von uns Kinder erzogen haben, sondern vor allen Dingen waren wir alle selber mal Kinder. Und das ist das Problem bei jeder Beschäftigung mit dem Thema Kindheit und Geschichte der Kindheit, dass wir immer befangen sind. Die amerikanische Historikerin Paula Fass sagt, bei dem Thema Kindheitsgeschichte vermischen sich immer die Liebe zum Kind und die Selbstliebe. Und diese Befangenheit ist etwas, auf die wir heute im Lauf meines Vortrags eventuell stoßen und die wir dann auch gerne hinterher mit Fragen und Diskussionen auffangen können. Die Befangenheit lässt sich an einem interessanten Befund der Allensbach-Forscher festmachen. Und zwar haben die herausgefunden, durch Langzeitmeinungsuntersuchungen, dass immer 2/3 der älteren Menschen mit ihrer Kindheit glücklich sind. Egal, wann diese Kindheit stattgefunden hat und egal, zu welchen mehr oder weniger grausligen Bedingungen. Das heißt, es kommt, wenn wir auf Kindheit gucken, immer auch auf den wertenden Blick zurück auf die Kindheit an. Und diese Rückschau kann manchmal so schmerzvoll sein, dass wir sie umdeuten und sagen, was mir nicht geschadet hat, das schadet auch meinen Kindern und Enkelkindern nicht. Oder umgekehrt, was kann sein, dass meine Kinderstube hart war, aber daraus ist durchaus Positives erwachsen. Das hat mich selber hart gemacht, das hat mich leistungstüchtig gemacht. Und schauen Sie mich an, was aus mir geworden ist. Also mit dieser Vermischung, mit dieser Befangenheit haben wir es zu tun. Und ich denke, das ist nicht nur der Fall so im allgemeinen gesellschaftspolitischen Diskurs oder in unserem Privatleben. Das erstreckt sich bis hinein in die Geschichtswissenschaft. Wenn Sie mal schauen, welche Themen sich die Geschichtswissenschaft vornimmt, wenn sie die Geschichte der Kindheit im 20. Jahrhundert anfasst, dann sind es immer Themen, die auf einer Art ausgelagert sind, die objektive Rahmenbedingungen des Aufwachsens beinhalten, also beispielsweise Kindheit und Krieg, Kindheit und Heime, Kindheit und 68er-Bewegung. Aber da, wo wir uns eigentlich einig sind, wo die Grundlagen der Kindheit stecken, nämlich in der Eltern-Kind-Beziehung, da sieht es in der Forschungslandschaft ziemlich dunkel aus. Und da möchte ich nun heute Abend einsetzen, bei dem Thema Eltern-Kind-Beziehung in Deutschland im 20. Jahrhundert. Ich möchte auf das vielleicht etwas Provokante, was ich anfangs sagte, eingehen, nämlich die Frage, sind wir alle sozialisiert durch Johanna Hara und wenn ja, was bedeutet das genau? Und da sind hilfreich 2 Begriffe, die man anschauen kann, wenn man Eltern-Kind-Beziehungen anschaut und Erziehung in der frühen Kindheit. Das eine ist die Kategorie des Menschenbildes, also was dachte eine bestimmte Zeit, eine bestimmte Kultur oder eine Gesellschaft überhaupt über das Kindsein und das Menschsein als solches. Die Anthropologen sagen dazu Ethnotheorie. Und die andere Kategorie, die man sich anschauen kann, ist die sogenannte Kontrolltheorie. Also wozu ist der Mensch überhaupt auf der Welt und in welcher Position zur Welt steht er und zu welchem Ziel wird er erzogen und sozialisiert? Das sind also die beiden roten Faden, die jetzt die nächsten 35 Minuten hoffentlich durchgehalten werden von mir. Methodisch haben wir natürlich als Historiker nicht die Möglichkeit, Feldforschung zu betreiben und Interviews oder zu beobachten, wie Erziehung vor 100 Jahren ablief. Methodisch habe ich mich dabei auf Selbstzeugnisse als Quellen gestützt. Selbstzeugnisse sind in dem Fall Tagebücher von Eltern, die das reflektieren und festhalten, was sie im Umgang mit ihren Kindern machen. Und auf der anderen Seite habe ich mich konzentriert auf das Wissen, das herrschende Wissen, das, was Lehrbuchwissen zum Thema
frühkindliche Erziehung war zu jener Zeit und was an Wissen in der Gesellschaft kursiert, zum Beispiel in Form von Elternratgebern. Mein Vortrag behandelt jetzt vor allem das 20. Jahrhundert. Und wenn wir uns so auf das Jahr 1900 mal fokussieren, dann beginnt ja dieses berühmte Jahrhundert des Kindes tatsächlich mit einem sehr neuen Bewusstsein im Umgang mit Kindern, nämlich es ist nun halbwegs gelungen, die körperliche Seite des Überlebens zu gewährleisten, also die Kindersterblichkeit und die Säuglingssterblichkeit ist durch große Erfolge der Kinderheilkunde halbwegs gesichert. Die Anzahl der Kinder in Familien geht allmählich auf 2 Kinder pro Familie zurück. Also wir haben eine neue Situation, das Kind überlebt und es sind nicht mehr so viele Kinder in einer Familie. Die Ärzte haben ihre Vorherrschaft in dem Wissensgebiet der Kinderpflege unter Beweis gestellt und kommen nun mit der nächsten Forderung auf die Eltern zu, sich nicht nur um die körperliche Pflege zu kümmern, die ja jetzt halbwegs auch gewährleistet ist durch diese naturwissenschaftlichen Erkenntnisse über Ernährung und Verdauungsrhythmen und so weiter, sondern sich nun auch zunehmend verstärkt auf die moralische Erziehung des Kindes zu konzentrieren. So hat man das damals ausgedrückt. Und da war der Clou, dass die Kinderärzte gesagt haben, diese moralische Erziehung ist bereits Teil deiner täglichen Pflege des Kindes. Also eine körperliche Sozialisation beinhaltet gleichzeitig die moralische Sozialisation des Kindes. Das heißt, dass die Normen um 1900 herum, wie oft wird ein Kind gefüttert, wie lang muss es schlafen, wie schnell muss es wachsen, in welchem Alter muss es welchen Entwicklungsschritt vollziehen, wurden nun Teil einer moralischen oder seelischen Erziehung des Kindes. Das, was ich jetzt sage, ist ein nicht typisch deutsches Phänomen, sondern das ist allgemein verbreitet im sogenannten Westen. USA beispielsweise hat um diesen Zeitpunkt, um 1900 herum, große Anstrengungen vollzogen bei der statistischen Erfassung von Kindern, bei der gesundheitsmäßigen Begleitung von Familien, was die Kleinkinder angeht. Es hat ein Children's Büro eröffnet, das massenhaft Kinder- und Säuglingstagebücher unter dem Volk verteilt. Also dieser Siegeszug der modernen naturwissenschaftlichen Kinderpflege und dieser Umschlag von der körperlichen zur seelischen und moralischen Pflege des Kindes ist ein globaler westlicher Trend. Dann kommt Johanna Harer. Ich habe vorhin gesagt, das Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« ist 1934 erschienen. Die Autorin, Lungenfachärztin, also schon auf den ersten Blick eigentlich keine Expertin. Selbst Mutter einer Patchwork-Familie, also sie hat 5 Kinder von 2 verschiedenen Vätern, ist zeitweise auch alleinerziehend. Und diese Frau kommt auf die Idee, nun all das moderne naturwissenschaftliche Wissen über den Umgang mit kleinen Kindern in den Familien zu systematisieren und unters Volk zu bringen. Sie schreibt einen Ratgeber, Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, der sich nicht inhaltlich auszeichnet, der nicht besondere nationalsozialistische Pflege- oder Erziehungstechniken beinhaltet, sondern der vor allen Dingen modern aufgebaut ist, der eine ganz besondere Ansprache hat, nämlich eine Ansprache auf Augenhöhe. Die Mütter werden geduzt, in einem relativ autoritären Ton angewiesen. Es gibt Merklisten, die man abhaken kann. Es gibt sogar Bilder und bald auch Fotografien, in denen man genau sehen kann, wie man sein Kind auf den Arm nimmt und wie man sich vorher den hygienischen weißen Kittel anziehen muss und wie man ein Kind
über eine Tonne hält, damit es lernt, zu bestimmten Zeitpunkten seine Schließmuskeln zu öffnen. Also all diese vorher ja in irgendwelchen kleineren bürgerlichen Kreisen kursierenden Ideen werden nun von Johanna Hara zusammengefasst, in eine volkstümliche Sprache gebracht und im großen Stil unter die Bevölkerung. Was sind nun die Kernideen oder die Kernaussagen dieser Haraschen Sozialisation in der Familie? Ich habe vorhin gesprochen vom Menschenbild und von der Kontrolltheorie. Das Menschenbild, das man findet in dem Buch Deutsche Mutter und ihr erstes Kind, ist im Grunde eine Modernisierung des altchristlichen Bilds von dem Menschen, der mit der Erbsünde auf die Welt kommt. Also es ist erstmal etwas da, was tendenziell böse ist und das auf jeden Fall außerhalb der menschlichen und bürgerlichen Gemeinschaft steht. Und dass man nun durch bestimmte Maßnahmen dazu instand setzen muss, dass es Teil werden kann der Gemeinschaft. Dieses Wesen am Anfang wird als ein Rückenmarksindividuum bezeichnet, ein autistisches, ein primär narzisstisches Wesen, das noch keine Möglichkeiten der Kontaktaufnahme mit der Umwelt hat, das im Grunde wie ein geschlossenes System ist, das man in eine Umwelt setzt und durch die gezielte und dosierte Stimulation langsam dazu bringt, sich der Umwelt zu öffnen und dort einzugliedern. Die Kontrolltheorie, die ist in dem Bild auch schon im Grunde enthalten. Die Kontrolltheorie ist, der Mensch kommt auf die Welt, die primär feindlich und antagonistisch ist. Und für diese harte Welt, für diese Härten des Lebens, muss der Mensch fit gemacht werden. Und wie passiert das? Das passiert dadurch, dass man den jungen Menschen abhärtet, an Härten gewöhnt, daran gewöhnt, seine Triebimpulse unter Kontrolle zu kriegen, emotional und in seinen Bedürfnissen sich selber kontrollieren zu lernen und in seinen gefühlsmäßigen Beziehungen unabhängig zu sein. Das sind so die Grundideen der frühkindlichen Erziehung, die Johanna Hara den Eltern ab 1934 nahelegt. Ich gebe Ihnen jetzt aus einem Tagebuch von 1936 ein paar Beispiele, damit Sie mal hören, wie sich das dann in den Elterntagebüchern anhören konnte. Es handelt sich jetzt um das Tagebuch einer Lehrerin für ihre Tochter Annette aus dem Jahr 1936. Gleich am Anfang schreibt die Mutter emphatisch in das Tagebuch: Das eine sei dir gewiss, du bist entstanden aus dem großen einen Willen zur Schaffung eines gesunden Nachwuchses. Wenn dich das Leben einst fest anfasst, dann zürne uns nicht, dass wir dich in eine schwere Zeit getan, denn heute ist es möglich, dir auch die Kraft zum Kampf mitzugeben. Also da drückt sich schon ganz gut aus diese Grundhaltung, das Kind ist in eine feindliche, harte Welt gesetzt und es muss nun dazu in die Lage versetzt werden, diese feindliche Welt zu bemeistern. Die Haltung dieser Mutter zum Kind war, wie in den meisten Tagebüchern aus dieser Zeit, das Bild von einem kindlichen Tyrannen, der gezähmt werden muss. Dabei war die Idee des kindlichen Willens durchaus ambivalent. Einerseits wurde der Wille forciert und erwartet vom Kind, andererseits musste er eingezähmt werden. Ein Beispiel, wie sich das anhört. Jetzt merkt man schon, dass auch in dir ein Wille lebt. Vor allem beim Essen. Da gibt es jetzt oft Kampf. Tyrannisieren will uns unsere kleine Annette auch schon. Das Mordsgeschrei, wenn sie das Wattepaket nicht haben darf. Das heißt nun aufgepasst, dass nicht so ein kleiner Trotzkopf daraus wird. Also schon im Alter von 4 Wochen wird das Kind als ein Gegenspieler in einer Machtprobe gesehen. Eine Machtprobe, die unbedingt von der Mutter gewonnen werden muss.
Austragungsort sind natürlich in dem Alter vor allem die strikten Regeln bei der Ernährung und bei den Schlafenszeiten. Ich stelle mir manchmal Deutschland in den 30er und 40er Jahren vor, aus der Perspektive einer Drohne. Um 6 Uhr morgens, alle Mütter gehen gleichzeitig an die Wiege und nehmen das Kind aus der Wiege und füttern es. Um 10 Uhr, alle Mütter gehen gleichzeitig an die Wiege, nehmen das Kind aus der Wiege und füttern es. Um 14 Uhr, um 18 Uhr, um 22 Uhr. Also diese Normierung ist zumindest auf dem Papier exakt so wie in den Ratgebern vorgegeben. Man hatte richtige Zeittabellen in den Elterntagebüchern, wo man dann auf der entsprechenden Zeile in der entsprechenden Uhrzeit eintragen konnte, wie viel Milliliter Muttermilch oder sonst was das Kind zu sich genommen hat. Und das alles eben in der Form einer Machtprobe, so schreibt die Mutter von Annette. Und gestern sollte das der erste Versuch sein, wer stärker ist, deine Mutter oder du? Von 16 Uhr ab, als ich mich auf die Bank setzte, schriest du. Ich hätte nur brauchen aufstehen und weiterverfahren und du wärst ruhig gewesen, das wusste ich. Ich tat es nicht, sondern ließ dich schreien. Der Erfolg, nach einer halben Stunde hörtest du auf, stecktest den Daumen in den Mund und blicktest munter umher. So ähnliche Texte finden sich von Müttern und Vätern. Die Rolle der Mütter ist zwar die prominente im Nationalsozialismus, also die Ratgeber richten sich im Grunde alle an die Mütter. Die Mütterlichkeit wird extrem emphatisch aufgewertet und zu einem Äquivalent der Männlichkeit gemacht, also da, wo der Mann seine Loyalität zu Hitler und dem Nationalsozialismus beweist, indem er beispielsweise Soldat ist, dort beweist die Frau ihre Loyalität zu Hitler und dem Staat als Mutter. Da werden also bis hin zum Blutzoll, der jeweils zu entrichten ist von den Männern auf dem Feld, von den Frauen bei der Entbindung, werden Vergleiche herangezogen. Also es wird auf der einen Seite tatsächlich eine Aufwertung und auch eine gewisse Verlockung und Belohnung in Aussicht gestellt, wenn die Mutter alles richtig macht, aber gleichzeitig wird die Mutter auch bedroht, wenn sie es nicht richtig macht. In jedem der Ratgeber, und Johanna Hara ist nicht die Einzige, steht alle paar Sätze, was passiert, wenn sie einmal inkonsequent ist. Wehe steht dann immer mit Ausrufezeichen. Wehe, du nimmst das Kind auf den Arm. Dann lernt es, dass es jetzt immer auf den Arm kommt und dann wird es entgleisen und dann wird ein Tyrann daraus. Zusammengefasst, das Sozialisationsmuster, wie ich es nenne, nach Johanna Hara, ist ein Erziehungsstil, der auf Distanz zwischen Mutter und Kind setzt, also der davon ausgeht, dass ein kleines Kind nie mehr Aufmerksamkeit bekommen sollte, als für die Hygienemaßnahmen und die Pflegemaßnahmen unbedingt notwendig, bis hin zu Formulierungen wie, du kannst ja mal, also du Mutter kannst ja mal, wenn du an der Wiege deines Kindes vorbeikommst, ihm freundlich zulächeln. Aber es wird eben ausdrücklich davor gewarnt, dass man sich dem Kind tatsächlich nähert. Die Ermunterung der Mütter, den Kindern früh beizubringen, ohne die Mutter und überhaupt ohne die Familie und das Elternhaus auszukommen, also die Fähigkeit, sich zu trennen, allein zu sein, zum Beispiel bei der Kinderlandverschiebung oder dann eben in Kinderlagern nationalsozialistischen Gruppierungen beispielsweise, wird früh gefördert. Es ist ein Erziehungsfehler, wenn ein Kind Heimweh zeigt. Dann die Ermutigung, dem Kind Schmerzkontrolle beizubringen, indem keine Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird, wenn das Kind stürzt und weint, weil jede Mutter weiß schließlich, wenn man es nicht beachtet, weint es nur halb so lang. Also all diese Befähigungen der Schmerzkontrolle, der Gefühlskontrolle stecken in diesem Sozialisationsmuster und werden mit einiger Brachialität
und das Volk gebracht, nämlich mit der Drohung, wenn dein Kind nicht so funktioniert, wie es in dem Ratgeber beschrieben wird, dann würde es außerhalb der Volksgemeinschaft enden. Und das ist eben eine Drohung, die wirkt. Trotzdem würde ich nicht sagen, dass es eine spezifisch nationalsozialistische frühkindliche Erziehung ist. Es ist eine Erziehung, die im Grunde auf dem damaligen State of Art aufruft, also wie mit Kindern umgegangen werden sollte, wie Kinder der Umwelt ausgesetzt werden, in welchem Maß Kinder Reize aushalten können. Aber der Unterschied zu anderen Ländern ist, dass es in Deutschland einen staatlichen Druck dahinter gab. Wenn man ein Ehestandsdarlehen beantragen wollte, musste man zur Beratungsstelle und dort wurden durchaus Elterntagebücher dann überprüft. Also es gab einen unmittelbaren Feedback-Schleife zwischen dem, was Mütter zu Hause mit ihren Kindern gemacht haben und den staatlichen Stellen. Das eigentlich Eigentümliche an der deutschen Geschichte der Eltern-Kind-Beziehungen ist aber eben nicht so sehr das Inhaltliche, sondern die lange Dauer. Denn dieses Sozialisationsmuster, das sehr ähnlich war in den USA beispielsweise, hört dort nach dem Krieg schlagartig auf. Ich habe den Dr. Benjamin Spock erwähnt als den, der dann diesen ganz großen Umschlag, dieses ganz große Umdenken in Worte gebracht hat und damit sehr erfolgreich war als Ratgeberautor. In Deutschland gab es diesen Spock nicht. Die Zeit, die es dauerte in Deutschland, bis neue Ideen über das Wesen des Kindes und über das Verhältnis zwischen Kind und Umwelt ankam, waren ungefähr 20 Jahre. Und in diesen Jahren zwischen 45 und späte 60er Jahre, sehe ich im Grunde die eigentliche Eigentümlichkeit der deutschen Eltern-Kind-Beziehung im 20. Jahrhundert. Das zieht sich eben noch bis in die späten 50er Jahre hin, dass sowohl in den Ratgeberbüchern, die Eltern bei den Standesämtern bekommen haben, als auch in den kleinen Ratgeberbüchern der Firma Alete, die Eltern bekommen haben, wenn sie Kindernahrung gekauft haben, immer noch die gleichen Sätze stehen, wie sie von Johanna Hara formuliert wurden. Zum Beispiel der Satz, Kinder nicht küssen, Ausrufezeichen. Es gibt einen Satz, der mich dann so hat, irgendwo aufgerüttelt hat bei der Lektüre von sehr vielen Tagebüchern aus den 50er und 60er Jahren. Das war ein Tagebuch von 1956. Da steht eine Mutter am Bett ihres Kindes und schaut, ich sehe sie richtig vor mir, dieses Kind an, das weinend in der Krippe liegt und schreibt in ihr Tagebuch, es sieht fast so aus, als wollte es auf den Arm genommen werden. Das heißt, es gibt da ein Zeichen von, man würde sagen, Fachwort kognitive Dissonanz. Also es gibt so einen Widerspruch zwischen dem, was man sieht und wahrnimmt, auch selber körperlich wahrnimmt, und dem, was man weiß. Bis es dann soweit ist, bis die dissonanten Gefühle wirklich so laut werden, dass Eltern sich in der frühkindlichen Sozialisation anders verhalten, dauert es allerdings noch. Jetzt kommen wir erstmal zu 1968 und der Frage, wie hat sich 68 in diesen beiden Punkten zur Eltern-Kind-Beziehung verhalten, also in dem Punkt Menschenbild und Kontrolltheorie. Weil wir denken ja erstmal so, ja, 68 war der große Aufbruch für die Kinder und wir haben so Bilder im Kopf von Kindern, die im Kinderladen mit ihren Fäkalien um sich werfen und damit so ihre antiautoritär erzogen werden. Also da haben wir ja so bestimmte Bilder. Für die Eltern-Kind-Beziehung war 68 meines Erachtens noch nicht relevant. Es gibt diese
Politisierung der frühkindlichen Erziehung, die sich eben beispielsweise bei den Kinderläden bemerkbar macht. Hintergedanke war ja nach wie vor das Bild, dass ein Kind, das auf die Welt kommt, triebbesetzt ist, triebbeherrscht ist. Und nun will man aber im Anschluss an Psychoanalytiker wie Erich Fromm und Wilhelm Reich das Kind in die Lage zu versetzen, seine Triebe auszuleben. Also nicht mehr zu unterdrücken wie vorher, sondern auszuleben, weil man glaubt, dass diese Triebunterdrückung ein Grund dafür war, warum sich die Deutschen zu autoritären Persönlichkeiten oder autoritären Menschen entwickelt hatten und dann in letzter Konsequenz den Nationalsozialismus ermöglicht haben. Also 68 ist in meinem Dafürhalten, was den Umgang mit kleinen Kindern angeht, immer noch eine Zeit, die eher zu der Zeit vorher gehört hat, in der man an Kindern Programme durchexerziert, in der Kinder für die Gesellschaft erzogen werden sollen und noch nicht vom Kinde her gedacht wird, in dem Sinne, was ist es, was das individuelle Kind jetzt genau in dem Moment braucht. Dafür brauchte es noch ein paar Jahre. In meiner Beobachtung ist der eigentliche Umschlag, wo ich sagen kann, jetzt wird greifbar ein neues Sozialisationsmuster nach Johanna Hara erst in den frühen 70er Jahren. Ich nenne dieses Sozialisationsmuster das erste, nämlich das Sozialisationsmuster der Lebensbemeisterung ablöst, das Sozialisationsmuster der Lebensgestaltung. Und damit meine ich zwei Dinge. Das Menschenbild ändert sich in dem Sinne, dass das Kind, das auf die Welt kommt, nicht mehr als ein abgeschlossener, autistisches Wesen betrachtet wird, das im Grunde noch gar keine Möglichkeit hat, mit seiner Umwelt zu kommunizieren, geschweige denn auf seine Umwelt Einfluss zu üben. Dieses Menschenbild verändert sich grundlegend in Richtung, der Mensch kommt schon fertig auf die Welt, in dem Sinne, dass er kommunizieren kann, Gefühle hat, Bindungen sucht und auf seine Umwelt positiv Einfluss nehmen kann. Und wichtig, der Mensch kommt eigentlich als friedenssuchendes Wesen auf die Welt. Es ist nicht mehr diese Vorstellung von der Erbsünde da oder dem Tyrannen, der irgendwie in eine Gemeinschaft gepresst werden muss, sondern es macht sich zunehmend die Vorstellung wirksam, dass der Mensch interaktiv ist, friedliebend ist und im Grunde mit Liebe allein glücklich gemacht werden kann. Dieser Umschlag, darüber könnte man jetzt lange nachdenken, wie sowas passiert. Ich denke, da sind verschiedene Faktoren im Spiel. Zum einen die verspätete Rezeption des Wissens aus den USA beispielsweise oder auch aus England. Denken Sie an die Bindungstheorie von John Bowlby und Rita Ainsworth, also diese Idee, dass es so ein natürliches Programm gibt zwischen Kindern und Müttern, das auf eine sehr enge Bindung hinausläuft. Und wenn die funktioniert, wenn diese Nähe da ist und eine sichere Bindung hergestellt werden kann, dann kann der psychischen Gesundheit dieses Kindes später mal eigentlich nichts Schlimmes mehr widerfahren. Dann naturwissenschaftliche Erkenntnisse über Säuglingsanthropologie, die Möglichkeit, mit Kameras Säuglinge zu beobachten und festzustellen, ach, die Augen folgen ja schon den Menschen im Labor. Ach, die erkennen ja die Stimme ihrer Mutter. Ah, die sind durchaus offen und kommunikativ. Also neue Erkenntnisse mit naturwissenschaftlichen Mitteln gewonnen. Und dann natürlich, nicht zuletzt, neue gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Ich lese Ihnen jetzt noch mal ein Beispiel vor, um diesen Umschlag zu illustrieren. Das ist eine Lehrerin, die 1980 in Tübingen ein Tagebuch für ihre Kinder anlegt.
Und die beschreibt also lange, wie sie immer wieder unsicher wird, wenn sie ihr Kind beobachtet und darüber nachdenkt, was ist jetzt richtig und was, wenn ich das tue, wie wird es bei dem Kind ankommen? Also sie ist in jedem Moment in diesem, sich dieses Zwiespalts auch bewusst, was mache ich für mich? Für mich wäre es jetzt eigentlich praktisch, das würde jetzt mal 4 Stunden Ruhe geben. Und was mache ich für das Kind? Wirkt es verwöhnend, wenn ich es jetzt schon zwischenrein mal füttere beispielsweise, oder ist es jetzt einfach notwendig? Nach so einem längeren reflexiven Eintrag im Tagebuch schreibt sie: So habe ich wieder mehr gelernt, dich als eigenständiges, täglich neues Wunder zu erleben und nicht ständig besorgt zu sein, nicht ständig dich in einen regelmäßigen, stets vorhersehbaren Rhythmus zu zwingen. Manchmal hatte ich schon ein schlechtes Gewissen, wenn dein Stuhlgang nicht so regelmäßig war, wie erwartet, obwohl du dich sichtbar gut fühltest. All die Normen, die sich fordernd aus schriftlichen Leitfäden und mündlichen Ratschlägen ableiten, hatten mich drohend im Griff und verhinderten manchmal geradezu, dass ich mich spontan auf neue Situationen einließ. Ich möchte nun versuchen, durch dich wieder mehr Unmittelbarkeit, Beweglichkeit und Gelassenheit zu lernen. Also diese Aussage, die ganz klar macht, das ist ein wechselseitiger Prozess zwischen Mutter und Kind. Die Mutter verhilft dem Kind zu seinen Bedürfnissen, aber auch das Kind verhilft der Mutter zu ihren Bedürfnissen bzw. zu der Wahrung ihrer Bedürfnisse. An dieser Stelle ist es wichtig, dass wenn ich jetzt so eine Genealogie erzähle, es gibt erst das Sozialisationsmuster der Lebensbemeisterung und dann gibt es das Sozialisationsmuster der Lebensgestaltung, dass das natürlich jetzt eine sehr abstrakte und idealtypische Geschichte ist, die ich erzähle. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass sich beide Formen vermischen, dass sie nebeneinander her weiter existieren, aber dass mal das eine Muster dominanter war und mal das andere Muster dominanter war. Zweitens gehe ich davon aus, dass es nicht eine Entwicklung Richtung Fortschritt ist, in dem Sinne, früher ging es nur hart zu zwischen Eltern und Kindern und danach war alles gut. Ich denke, dass diese Entwicklung jeweils Vor- und Nachteile für die Eltern und für die Kinder hatten. Ich möchte das nochmal an 2 kurzen Beispielen demonstrieren. Eines dieser positiven Beispiele: Ich versuche, dich öfter selbst entscheiden zu lassen, zum Beispiel, wann du gewickelt wirst. An einem anderen Tag schreibt die Mutter: Du weinst, es ist spät, eigentlich schläfst du immer gut, aber gerade bist du erkältet und ich versuche nachzuvollziehen, wie dir zumute ist. Du weinst, ich ging zu dir, um dich zu trösten, sang dir ein Lied, nahm dich dann aus dem Bett, um dich in meinen Armen wiegend einzuschläfern, aber du weintest wieder, ich wurde unsicher, ob du nicht einfach ausprobierst, ganz nah bei mir sein willst, nicht allein schlafen, ich gehe nicht mehr zu dir rein, kämpfe aber mit mir, dir die Zärtlichkeit, Ruhe, aber auch Abhängigkeit zu geben oder dich kämpfen zu lassen. Der Kampf, der vorher ganz klar in eine Richtung ging, nämlich in eine Richtung Machtprobe, Mütter müssen die Triebimpulse ihrer Kinder bekämpfen, hat sich nun fast nach innen gerichtet bei dieser Mutter. Es ist nun ein Kampf mit ihren eigenen Zweifeln, der Eintritt, den ich aber in dem Fall als eine neue Fähigkeit zur Flexibilität interpretiere. Die Frau ist in der Lage, auf Situationen einzugehen und muss nicht nach dem einen Schema F verfahren, wie es eben bei den Eltern vorher bis in die 60er Jahre hinein erwartet wurde. Ich möchte jetzt noch einen kurzen Ausblick geben auf die Zeit, die noch näher in unsere Gegenwart heranreicht. Eigentlich habe ich als Historikerin da große Manschetten, weil das ist nicht mehr mein
Fach, also die Gegenwart, blenden wir eigentlich ganz gerne aus. Zumindest was jetzt den Untersuchungsgegenstand angeht. Aber die Fragen kommen natürlich aus der Gegenwart. Und es ist ja im Moment wieder so eine Phase, wo Eltern-Kind-Beziehungen sehr stark diskutiert werden. Für mich begann das schon so um 2000 herum mit den Ratgebern von Michael Winterhoff, der im Grunde im jährlichen Abstand, ein Kinder- und Jugendpsychiater, Eltern davor warnt, so nachgiebig zu sein und die Kinder zu verwöhnen und ihnen alles durchgehen zu lassen und sich emotional erpressbar zu machen und so weiter. Analog dazu gibt es ein interessantes Phänomen in den USA, die sogenannte Tiger Mom. Das ist eine asiatischstämmige Amerikanerin, die unter Beweis gestellt hat, dass man, wenn man mit Kindern ganz anders umgeht, als es die durchschnittliche Mittelschichtfamilie macht, dann kann man aus seinen Kindern alles machen, zum Beispiel auch virtuose Klavierspieler. Und die eben damals den amerikanischen Mittelschichtseltern ins Stammbuch geschrieben hat: Ihr bringt ja alle nur Mittelmaß hervor mit euren nachgiebigen und inkonsequenten Erziehungsmethoden. Also es gibt eine klare Entwicklung wieder zu mehr Kontrolle, auf jeden Fall im Vergleich zu den 70er und 80er Jahren. Es gibt in meiner Wahrnehmung wieder mehr Mutlosigkeit bei Eltern, was die Kontrolltheorie angeht, also die Idee, dass das Kind auf die Welt kommt und dann die Welt schon selbst gestalten kann, scheint mir wieder etwas ins Hintertreffen geraten zu sein. Im Gegenteil, es droht die globalisierte Ökonomie mit dem entsprechenden Konkurrenzdruck auf dem Arbeitsmarkt. Es drohen die schlechten PISA-Ergebnisse der eigenen Schulen. Es drohen verunsichernde Faktoren wie der neue Mediengebrauch. Es droht eine Akzeleration bei der Reifung der Kinder. Also die Menarche setzt früher ein, heute immerhin 7 Jahre früher als um 1900. Es drohen neue Krankheiten wie ADHS, Selbstverstümmelung, Essstörungen, Drogen und Internetkonsum. Und die Eltern sind eigentlich, sehr pauschal jetzt wieder gesagt, wieder in so einem Modus der Unsicherheit, der Mutlosigkeit und sind fest davon überzeugt, so schwierig wie heute war es noch nie, seine Kinder großzukriegen. Ich denke, und damit möchte ich jetzt an den Anfang des Vortrags zurückkehren, diese Art von Einstellung ist ein Beweis, sicher auch für veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Es ist aber auch ein Indikator dafür, dass da ein der blinde Fleck ist, die Befangenheit, von der ich sprach, weil sich diese Eltern auch mal ihrer eigenen Kindheit und der Kindheit ihrer Großeltern und Eltern hätten erinnern können. Und es ist ein weiterer Beleg für mich, wie wichtig es ist, Kindheit zu historisieren, sich die Kindheitsgeschichte anzuschauen, bevor man sich allzu schnell von modernen Ratgeberautoren wieder in das gleiche Boxhorn jagen lässt, wie schon zu Johanna Haras Zeiten, dass Kinder alle, Eltern angeblich alle, nicht in der Lage seien, ihre Kinder richtig zu erziehen. Ich möchte jetzt Ihnen an der Stelle erstmal sehr danken für Ihre Aufmerksamkeit und ich möchte sehr gerne Ihre Meinung hören zu dem Thema, gerne auch Ihre eigenen Assoziationen oder Erfahrungen oder fachliche Fragen zu meinem Vortrag natürlich auch. Vielen Dank. Die Teleakademie war heute an der Universität Konstanz. Es sprach Professor Dr. Miriam Gebhardt zum Thema Gewogen, geschlagen, gebunden. Zum Wandel der Eltern-Kind-Beziehung im 20. Jahrhundert.